Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter bei Shantae und versuchen immer noch durch die Gegend zu flattern, in der Hoffnung, dass wir noch irgendwie was Nützliches mitnehmen können, während wir hier noch versuchen, Glühwürmchen zu finden. Ah ja! Oder wir finden mehr Herzen! Yay! Sehr schön, jetzt geh weg, 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 du störst, du störst, du störst! Ach, verdammt! Egal, werde ich gleich nochmal sterben, wie es aussieht, aber immerhin, wir haben einen weiteren Herzcontainer gefunden. Womit gibt es nur noch 4 Stück zu finden? Nur die Frage, wo ich die übersehen habe oder wo es die noch zu finden gibt. Ah ja, hier haben wir nochmal... Nein, hier haben wir nichts, nur mein Tod. Ja, und die Game Over, Bildschirm. War ich das jetzt mal gespeichert in Oasis Town, oder? Nee, Quatsch, scheiße. Wie weit muss ich jetzt latschen, oder eher gesagt fliegen? Nee, es ist Watertown, ach du Scheiße, okay. Das wird ein Spaß. Gut, ich will hier raus aus Watertown. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ja, mir fehlen noch ein paar Glühwürmchen. Ich hoffe ja, dass ich die noch finden kann, weil ich frage mich wirklich, was diese komische Karte hier sein soll. Ja, wir brauchen 12 Glühwürmchen, das kennen wir ja schon. Um hier alles aufleuchten zu können. Warum reichen nicht 8 Stück? Dann hätte ich das Problem jetzt hinter mir. Aber so gnädig ist das Spiel leider nicht, aber ich würde sagen, bevor ich weitergehe, jetzt wo ich es gerade sehe. Genau, einmal ins Badehäuschen, in ein Badezimmer, in eine Badehütte, in eine Bade, was auch immer. Dann können wir unsere Herzen wieder komplett auffüllen. So, jetzt haben wir volle Energie. Und dann sind wir bereit, weiter durch die Gegend zu flattern. Ich hoffe, ich finde ja noch ein paar weitere Herzcontainer. Wäre ja ziemlich genial, wenn ich noch alle finden würde, aber dann müsste ich wirklich alle Gegenden und alles hier abgrasen. Ich meine, wenn ihr dafür seid, dass ich das mache, dann werde ich das auf jeden Fall noch machen. Wenn ihr aber sagt, dass das dann vielleicht doch etwas zu lästig für euch wird, dann werde ich mich bald dem Ende widmen. Wobei, ich muss ja sowieso erstmal die schwebende Pyramide oder was auch immer finden. Ich muss auf jeden Fall einen Ort finden, womit ich einen guten Überblick behalte. Und dann würde ich jetzt glatt die schwebende Pyramide, von der ja gesagt wird, in Vermutung wegen. Und erstmal hier eine wieder durchkommen. Hier kann ich ja kurz sagen, auch problemlos durchflattern. Und ich mich wenigstens nicht mit diesen verdammten Wassergruben ärgern. Weil die sind wirklich sehr lästig. Aber jetzt nochmal zur Wüste zu fliegen ist wirklich sehr lästig. Es dauert zumindest. Jetzt nochmal hinzugehen, hinzufliegen. Wobei ich kann mich ja nach Oasis Town hin teleportieren. Verdammte Scheiße. Aber ich will trotzdem nochmal. Alter, zurück, zurück, zurück. Ich habe noch was gesehen. Ein Glühwürmchen, was ich übersehen habe. Damit fehlen dann nur noch 3, yay! Es werden immer mehr Leute. Wunderbar, wenn wir das Vieh jetzt kriegen... Na komm schon, ab hier. Auch wenn du ein bisschen schwer zu steuern bist, aber das kriegen wir hin. Dieses Mistvieh ist mir schon einmal durch die Lappen gegangen. Ich kam sozusagen ja noch gar nicht dran, fällt mir gerade ein. Egal, wir haben es endlich. Okay, nur noch 3 Stück. Wo sind diese 3 noch? Vielleicht gibt es ja einen noch unter meinen Zuschauern, der dieses Spiel kennt, und mir sagen kann, wo ich die übersehen habe, die dann eventuell aufspüren kann. Ja, jetzt muss ich es nochmal Nacht werden lassen, um wirklich nochmal diese Viecher auftauchen lassen zu können, aber... Ui! Ich wollte gerade flattern. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ah, verdammt. Ich würde da schon hinkriegen, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu, nochmal zu warten, bis es Nacht wird. Dann wirklich doch ein bisschen zu zeitaufwendig, aber mir fällt gerade ein. Irgendwo gab es doch noch mal einen Weg in einen anderen Waldweg. Ich würde sagen. Warum habe ich das vergessen? Ich glaube, ich weiß warum, weil ich da nicht hoch konnte, oder? Ich glaube, da lag das Problem, dass ich da auch nicht hoch konnte. Okay, wir haben den nächsten Herzcontainer gefunden. Wunderbar, Leute. Das Spiel widmet sich dem Ende. Ich kriege immerhin viele Sachen jetzt noch komplett. Das ist sehr schön. Das finde ich immer sehr genial. Und ja. Was will man im Prinzip mehr? Okay, hier war kein Weg. Wo war es nochmal, diese Stelle, wo ich sozusagen nicht weiter konnte? Denn dort vermute ich auch noch ein Glühwürmchen. Bin gerade echt am Überlegen, wo es nochmal genau war. Wo ich sozusagen auch durch einen Untergrundweg sozusagen gehen musste. Soweit erinnere ich mich noch. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo es nochmal genau war. Doch, ich weiß es gerade wieder. Ich habe jetzt aber keine Lust, nochmal zurückzufliegen. Ah, egal.
Wir schauen uns erstmal hier durch die Gegend weiter um, um noch was zu finden, hoffentlich. Ich würde sagen, ich fliege hier einfach mal weiter. Mir sind die Gegner scheißegal. Wie, ich kann nicht hören? Ich kann nicht aus dem Bildschirm raus, okay. Dann fliegen wir eben so. Einfach mal hier entlang. Wir fliegen und fliegen und fliegen und fliegen. Wobei, wenn ich sterben sollte, das fällt mir ja gerade ein, dann könnte ich ja... Halt, halt, was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie Krallen. Das ist ein bisschen die Harpien, was auch immer sein. Dieser Talisman wird dir erlauben, mit als Harpien in Form anzugreifen. Yay! Endlich! Jetzt können wir sogar als Harpier eingreifen. Sehr schön, dass ich das auch noch gefunden habe. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Das war jetzt aber auch wirklich Zufall, dass ich da wirklich, das gefunden habe. Aber ich find's cool, dass ich jetzt wirklich doch so viele Sachen noch finde. Okay. Wird es hier wenigstens auch angezeigt, tatsächlich, da unten rechts. Aber was soll man dann noch alle finden? Da gibt's ja noch mehr Plätze. Das sind noch 3 weitere Plätze. Das heißt, ich habe noch 3 weitere Sachen übersehen. Heilige Scheiße, das kann man in diesem Spiel noch alles übersehen. Es gibt hier viel zu viel zu erkunden, glaube ich. Aber das macht das Spiel eigentlich sehr genial, muss ich sagen. Immerhin kann ich als Harpier jetzt wenigstens kratzen, dann können die anderen Tiere wahrscheinlich auch noch spezielle Fähigkeiten kriegen. Wo soll ich die denn bitte finden? Ach du Scheiße. Okay, nein, nach dieser Stadt wollte ich jetzt nicht rein. Aber es könnte doch richtig spaßig werden, wenn es jetzt darum geht, noch sämtliche Sachen zu finden. Wie viele Videos soll ich an diesem Spiel noch sitzen? ich habe jetzt 40 Videos auf jeden Fall in etwa gerechnet, dass ich so in etwa lange brauchen könnte. So wie ich den Umfang des Spiels jetzt so eingeschätzt habe. Mal schauen, wie viele Parts es überhaupt werden. Ich meine, das hier ist jetzt schon der 27. Also wir sitzen auf jeden Fall schon eine Weile an diesem Spiel dran, aber Spaß macht es allemal immer noch. Nur ist jetzt trotzdem noch die Frage, wo sind die restlichen Glühwürmchen? Die sich mir nicht offenbaren wollen. Okay, jetzt will ich nochmal gucken, wie es hier oben aussieht. Hier war, glaube ich, auch nichts weiter. Außer so eine dumme Medusenfrau. Die mir nur an den Kragen will, genauso wie die. So, aber gleich sind wir wenigstens wie eine Wüste. Und dann können wir gucken, ob wir noch eine Pyramide finden, eine Schwäne. Jetzt sind wir wieder hier, genau, sehr schön. Hier wollte ich auf jeden Fall wieder sein. Okay, hier war... Okay, da haben wir sozusagen das Teil schon bekommen. Egal, ich war trotzdem noch... Moment, Moment. Jetzt reicht mir. Jetzt will ich mal gucken, wie dieser Angriff... Wow! Okay, diese Gegner machen auf jeden Fall sofort Zeit. Moment, kann ich dann auch diese... Ja, die muss ich dann auch besiegen können. Aber erstmal müsste ich die mal wiederfinden, diese Gegner. Ich will mal wissen, ob die vielleicht auch irgendwas hinterlassen können. Ihr wisst, welche Viecher ich meine, die so ähnlich aussehen wie die Glühwürmchen, nur in brutaler Riesenform. Ich will mal wissen, was die zu verbergen haben. Okay, bisher sieht es so, nicht so aus, als wenn ich hier irgendwas Nützliches finde. Schade. Halt, Moment. Achso, du warst das, du hast mich ja umgebracht. Da war ja was. Okay, du bist Speicherpunkt und das war mein Tod. Das war falsch berechnet. Gut, ich will trotzdem nochmal nach hinten hin. Ich will nämlich trotzdem nochmal nach Oasis Town, wobei da könnt ihr mich ja hin teleportieren. Theoretisch mit diesem Tanz. Den ich ja noch habe. Okay. Versuche langsam und behutsam rumzuflattern. Und am Ende des Ziels mal anzukommen. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Der Weg ist zwar nicht allzu lang, aber... Ich versuche jetzt mal hier wirklich die Augen offen zu halten, wo ich denn jetzt genau landen muss. Okay, hier haben wir den Dungeon oder den Tempel, ja gesagt. Hier ist der Speicherpunkt. Okay, ich bin ganz weit. Okay, wo war nochmal der Weg? Irgendwo muss ich auf jeden Fall eine Leiter runter. Das habe ich noch nicht vergessen. Aber ich weiß nicht mal, wo die war. Okay, mal gucken, ob ich mich jetzt auch um diese Gegner hier, um diese Skorpione, mit diesem Angriff kümmern kann. Ja, das geht auch. Ich merke schon, der Hapchenangriff ist sehr stark. Er ist sogar übermächtig. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Ja, man muss natürlich auch treffen, das ist mitunter das Schwierige daran. Aber daran gewöhnt man sich, glaube ich, auch mit der Zeit, an diesen Harpienangriff. Ja, es ist eine leichte Verzögerung in den Angriff, man sieht schon. Aber ist nicht weiter schlimm, denke ich mal.
Wenigstens haben wir jetzt endlich einen vernünftigen Angriff. Okay, wo ist nochmal der Weg? Ich glaube, ich weiß es wieder, aber ich glaube auch, dass es dieser Weg woanders hinführt. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr was, Leute? Ich werde nach Oasis Town wahrscheinlich so nicht mehr finden. Dann nehmen wir mal den ganz normalen Weg. Also muss ich nochmal gucken, wie da nochmal der Tanz war für Oasis Town. Unten oben rechts, rechts BA. Okay. Das ist ganz simpel. Unten. Oben. Rechts. Rechts. B. A. So, dann komme ich wenigstens zu der Stadt hin. Okay, wir sind auf jeden Fall noch bei einer Wüste. Dann will ich mal gucken, ob hier oben irgendwie eine schwebende Pyramide ist. Ich meine, wo sonst würde man eine Pyramide vermuten, außer eine Wüste? Wollen das muss ich endlich, wo ich in einer Pyramide suchen soll. Aber ich will nochmal die Lüfte durchstreifen. Okay, aber am besten wäre es nochmal zu warten, bis es Nacht wird, weil vielleicht können hier noch ein paar Glühwürmchen rumschwirren. So rein zufällig. Wäre auf jeden Fall schön, wenn hier noch welche wären. Ich warte einfach mal, bis es Nacht wird, Leute. Ich glaube, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Wird, denke ich mal, nicht mehr allzu lange dauern, bis es Nacht wird. Sag ich doch, es hat noch nicht mal eine Minute gedauert, bis es jetzt Nacht geworden ist. Okay, jetzt will ich mal gucken, ob hier auch diese Viecher sind, auf die ich lange warte. Sind hier auf jeden Fall sehr hoch. Ah ja, genau, da haben wir dieses Vieh. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das umbringen kann. Ja, ich kann es umbringen, aber die hinterlassen nichts. Toll. Okay. Ah ja, hier haben wir ein Teleskop. Okay, sehr schön. Das ist wahrscheinlich dieser Punkt. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich mit diesem Teleskop jetzt gucken kann. Ah ja, mit B. Also, Stern rechts schräge. Stern rechts. Stern rechts schräge, Stern rechts Ausgang. Stern rechts schräge, Stern rechts. Stern rechts schräge, Stern rechts. Stern rechts schräge, Stern rechts. Stern schräge, schräge. Stern rechts, rechts. Komische Wand. Stern rechts schräge. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wer ist da? Stern rechts schräge, Stern rechts schräge, Stern rechts. Stern, Stern rechts schräge, Stern rechts Ausgang. Stern, Stern rechts schräge, Stern rechts. Das ist irgendwie eine komische Sprache, aber ich weiß nicht, was das soll. Ah! Was war? Stern rechts, schräge, Stern rechts, Stern rechts, schräge, Stern rechts. Stern rechts, schräge. Oh Gott. Ist das ein Fehler oder ist das beabsichtigt? Alles klar. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Das sieht fast aus wie eine Glitchschrift. Okay. Leute, ich bin gerade mit dieser Textbox überfordert. Ah ja, jetzt kann ich wenigstens hier durchgucken. Vielleicht ist dieser Text auch einfach nur ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht, aber da sehen wir das Piratenschiff. Das ist es. Whiskey muss sich auf dieser Insel verstecken. Bei meiner Kraft werde ich dich dorthin senden. Okay. Aber wenn du mich dorthin bringst, mit Magie, wie komme ich dann wieder zurück? Ganz einfach, indem du in mein Licht stehst. Und du wirst zurückkehren. Okay, das klingt schon mal simpel. Wunderbar, wir haben hier Versteck gefunden und sind jetzt auf der Insel. Was ist das für ein Ort? Das sieht wie ein enormer Tinkerbett aus. Eine enorme Tinkerbettfabrik. Es ist eine gesamte Insel voller Tinkerbets. Die nach der Dampftechnologie Ausschau halten. Ich sollte mich besser für alles vorbereiten. Ja, finde ich auch. Gut, Leute, wir haben hier Versteck gefunden. Und wenn wir zurück wollen, können wir ja in dieses Licht gehen und wir können wieder zum Spion-Teleskop gehen. Und dann sind wir wieder hier. Ja, ich würde sagen, ich hebe mir vielleicht noch ein paar Parts fürs Erkunden auf. Aber dann lasse ich euch erstmal sozusagen abstimmen. Sozusagen nehme ich erstmal auf, wenn ich weiß, was ihr dazu sagt, ob ich noch weiter erkunden soll oder ob ich mich jetzt wirklich dort der Tinkerbettfabrik widmen soll. Sozusagen dem Versteck von Whiskey.
damit wir uns die Steine wiederholen können. Gut, ich würde sagen, ich höre einfach mal ab, was ihr schreibt, und dann sehen wir weiter. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und es wird Tag.